Zweimal Gold und einmal Silber hat er schon in L.A. Dann kommt das Rennen, mit dem er besonders in Erinnerung bleiben wird. Er scheint überlegen zu sein, aber er war in der Staffel auch schon mal an seinem großen Gegner vorbei. Und er hat ihn dann auch geholt. Die letzten 50 Meter. Groß 1:26.01. Das ist genau eine Sekunde langsamer als beim Weltrekord. Fidel Castro ist Zweiter, Morales ist Dritter. Eine halbe Länge hat sich noch nicht so sehr absetzen können. Die letzten Meter, Groß kommt und ich glaube, er wird gewinnen. Flieg, Albatros, flieg! Auf Band 3 kommt noch einer, große Deutschland, erobert die Güte, ist das möglich? Groß ist Zweiter! Ein Sensationssieger! Auf Band 6, ganz von hinten kommt John Sieben aus Australien. Das wird in der Öffentlichkeit immer übersehen, dass ich das Rennen, wo in Deutschland dieses Flieg Albatros Flieg, was ja mittlerweile auch auf einer Briefmarke zu Ehren gefunden hat, damals von Jörg von Torra, in einem Rennen passiert ist, wo ich dann von dem John Sieben über 200 Meter Schmetterling abgefangen worden bin. Und deshalb ist es kurioserweise so, dass es dieser Albatros in Deutschland dann breite Verbreitung gefunden hat in einem Rennen, was ich nicht gewonnen habe.